searching for the answer to all our trials. We came so far. Jetzt sollte das Mikro funktionieren. OBS schaltet das immer um, warum auch immer. Auf YouTube kam die Frage bei dem Captain Bones Spiel, wo findet man noch Eisenbarren? Normal entweder in Kisten, irgendwo beim Händler, durch Aufgaben bekommt man normal sowas, oder auf der großen Insel beim Schmied, wo man die schon mal bekommen hat. Wir versuchen jetzt mal rauszubekommen, ob es noch mehr Möglichkeiten gibt oder sonst irgendwas, diese zu finden. So, dann starten wir hier gleich mal in den Live-Modus, in das Spiel rein. So, ich bin schon drin. Da werden wir mal schauen. Ich muss, glaube ich, das Schiff hatte ich ja schon. Das ist da hinten. Ah, ich muss jetzt erstmal die Besatzung finden. Ah, dazu wollte ich jetzt erst mal da vorne gucken. Bei den ganzen Händlern schauen. Da man ja für die Upgrades und so weiter braucht man ja Eisen. Also hier bekommt man nur eine Schaufel. Ich habe kein Gold, das ist schon mal klasse. Also man braucht die Schaufel auch, dass man auch Schätze findet, die auf einer Schatzkarte vorhanden sind. Also ich habe hier noch einen Haufen Eisenbarren. Ja. Und wenn man hier hingeht, mit hier kann man ja auch handeln, aber die hat nur Nägel und das hier. Ich weiß nicht, inwieweit es jetzt mittlerweile schon mehr Händler gibt, außer den einen Schmied da drüben. Aber wir können da gerne mal Upgrade Besatzung, ah ja genau, da war ich ja gerade, das hätte ich mal machen können. Aber mir fehlt bestimmt das Gold. Maximal, ja, mir fehlen 300 Gold. Also muss ich erstmal Geld sammeln gehen. Oder Ware verkaufen.
Man kann jetzt am Tag auch Fisch verkaufen. Fische angeln und diese auch verkaufen. So, ich habe hier auch Fleisch. Das kann ich verkaufen. Gibt nicht viel. So, dann machen wir das jetzt. Oh, das wollte ich nicht. Inventar. Da haben wir die Angel. Tausch mal einfach mal um. Man könnte auch dem seine Fische klauen. Aber dann bist du gleich. Dann sind sie dir gleich wieder auf der Hut. Aber Ruck, hopp, raus mit. Jo. Jo, da hat er einen. So, Fisch Nummer 2. Mal gucken, was ich da für die drei Fische bekomme. Ah, das reicht nicht ganz aus. Also da muss ich echt ordentlich ein paar fangen. Sonst bringt das nichts. Oder Kisten suchen und Waffen verkaufen. Oder Soldaten töten und Waffen verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da oben schon auf dieser Insel war hier. Aber ich meine, ich habe da schon die Kiste geholt. Ja, die ist nicht mehr vorhanden. Ne. Und hier oben habe ich, glaube ich, auch alle Kisten schon eingesammelt. Man kann aber auch die Schlangen töten und das Fleisch noch verkaufen. Da bekommt man auch ein bisschen Geld. Halt, was mache ich denn? Das wollte ich eigentlich nicht. Ah, scharfer Stein. Okay. Scharfer Stein, scharfer Stein. Machen wir alles. Seile. Sechs Speere. Wunderbar. Er stirbt gleich, ja, ich merk's. Ja.
So, nehmen wir uns alles wieder. Bei dem gibt es nichts mehr, da habe ich schon die Kiste geholt, ja. Okay. Oh. Diese. Ja, der Speer hält halt leider nur noch zweimal aus. Da müsste es auch irgendwie später mal ein Upgrade geben. Dass man sagt, ja, man macht dann einen Eisenspeer, nicht einen aus Holz oder so. Ja. Dass man sich einen schmieden lässt. Das wäre vielleicht sehr sinnvoll. Ja. Ich meine, ich habe, glaube ich, alle Kisten eingesammelt da oben und hier und dort. Ich werde gerade noch mal schauen. Also hier ist keiner und da habe ich, glaube ich, auch schon. Ja, hier sind sie auch weg. Also habe ich auch alle Kisten. Er ruft immer an, wenn ich am Stream bin. Jedes Mal dasselbe. So, schauen wir mal. Ich glaube aber, der hat schon zu. Ja, der. Oh! Oh, verdammt. Das ist natürlich nicht so toll. Jetzt, ja. Jetzt jagen die mich alle. Toll. Aber das Gute ist, jetzt kann mir der Hai im Moment nichts machen. Ja, solange ich die Skelettform habe, macht der Hai mir nichts, machen die Schlangen einem nichts. Aber es ist halt nervig, gerade wenn du irgendwas Wichtiges machen willst und dann ja, verwandelst du dich und dann ist Feierabend. Aber das Gute ist, du kannst unendlich tauchen jetzt. Ja? Aber du kannst jetzt hier alles abtauchen und nach Schätzen gucken und so weiter. Dass wir erstmal ein bisschen Geld haben. Warum beißt der Hai mich nicht? Ja, seit wann beißt ein Hai auf blanken Knochen rum? Ist ja kein Hund, wa? So. Ne, da ist nur noch die Schlange. Aber im Moment macht er das nicht, weil ich noch in diesem Fluchmodus bin.
Das muss ich erst weiter leveln, dann kann ich erst damit kämpfen und so weiter. Ich weiß aber nicht, ich hatte das doch sogar gelevelt gehabt, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, gleich ist vorbei. Ja, das zockt halt ordentlich Leben ab. Jetzt ist er weg, der Type. Ja. Leider. Jetzt ist er weg. Ah, die Kiste ist weg. Verdammt. Mich kann er sehen. Schnell weg. So, das ist dasselbe. Okay, das wusste ich nicht. Da kommt man dann von hinten rein. Aha, alles klar. Wie sieht es hier aus? Ist das Sperrgebiet? Nee, da hier kommt man gar nicht rein. Weil hier ist ja auch Sperrgebiet, da geht zum Gouverneur. Ja, die sind noch nicht da. Aber ich weiß nicht, nee, ich kann dem nichts verkaufen. Das brauche ich alles. Fleisch und Wurst. Ah, siehst du, jetzt kann man mit ihm reden. Ich brauche mehr Fisch für den Hai. Wenn du 10 Fische für mich willst, bezahle ich dir den doppelten Preis. Ah, okay, cool. Dann kriege ich mehr Geld. Da haben wir schon mal den ersten. Tada! So, jetzt sehe ich gerade was. Audio. So. Jetzt habt ihr Ton, ne? Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann einstellen, wie ich möchte, aber irgendwie spinnt das jedes Mal rum. So, Nummer 2. Bis man aber 10 gefangen hat, das ist schon eine Menge, ne? Das dauert so ein bisschen, aber ich brauche das Geld, dass ich weitermachen kann.
Ich würde mir hier lieber viel lieber den Eimer da voll klauen, ne? Und dem anderen bringen. Das sind ja auch noch mal 4 Stück drinne. Da hätte ich schon 8. Dann bräuchte ich nur noch 2. Das wäre viel, viel angenehmer. So. Nummer 5. Cool ist, wenn man dann verschiedene Sorten von Fisch fangen könnte. Ja, mal einen Karpfen oder ein Hecht. Dass die unterschiedlichen Wert haben. Das wäre eine klasse Sache. So, noch 2. Und dann bringe ich die im ersten Mal vorbei. Dann schauen wir mal, was wir an Kohle haben. Ja, der andere, der angelt und angelt und angelt, aber er fängt irgendwie nichts, wa? Ich klaue die ganzen Fische vor der Angel weg. Nummer 10. Yes. So. Handel. Aber wie kann ich jetzt sich unterhalten, ja? Jetzt halt. Oh, okay, 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 okay. Ja, nice. Alles klar. So, jetzt habe ich 318. Oh. Kämpfen lernen. Das ist wichtig. Das hat mir gefehlt. Ja, da habe ich nichts. Keine Waffen und so weiter. Da muss ich mal gucken. Bisschen durch die Gegend reisen. Ein paar vielleicht, dass ich noch irgendwie ein paar Schätze finde. Ansprechen. Aufgabe bringen. Kompass. Okay. Gibt 200 Gold. Ja, perfekt. Wo muss ich hin? Jetzt will ich aber erstmal gucken. Essen. Ich brauche ein paar trinkbare Kokosnüsse. Nichts mehr zu süffeln. Ja, so. Ich muss erstmal was zu essen machen noch. Dass wir wieder voll sind. Okay, das reicht aber.
zwei Stück. Gut. Questline. Aha, hallo, mein Vater war ein großer, hat einen Kompass, den er sehr liebte. Als er starb, überließ er ihn mir. Ich habe ihn verloren. Wenn du ihn für mich findest, gebe ich dir mein ganzes Gold. Ich saß zuletzt auf dem Balkon des Hauses, dort konnte ich aber nichts finden. Auf einem Balkon. Okay. Da. Da oben. Ja, dann schauen wir mal. Wenn wir da hochkommen. Ah, ich weiß es. Ich weiß es. Das ist ein bisschen... Ich glaube, da müssen wir hier drüben hoch. Hier die Leiter hoch. Hier hoch, hier hoch. So, und jetzt... Ach Gott, wieso hüpfen der nicht? Hüpf doch einfach mal. Zack. Und hoch mit dir, komm. Alli hopp. Na komm. Zack. Na, normal war hier keine Leiter. Hat er wohl. Kompassgegenstand. Yeah, ich hab ihn. Ich hab ihn. Zack. Ah, bringen wir mal der Lady. So, jetzt fehlt mir nicht mehr viel. Mir fehlt jetzt rein gesehen nur noch mal knapp 100 Geld. Vielleicht kann ich auch ein Getränk verkaufen in der Bar. Vielleicht ist das auch möglich. Dann würde ich nämlich ordentlich Geld kassieren. Oh, verdammt. Geh weg, geh weg. Ich will nicht, nein. Verdammt. Nein, lass mich in der Ruhe. Na, zum Glück sind die nicht böse. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt noch mit mir handelt. Es kann sein, dass er... Oh, macht er sogar. Nee, das ist ein bisschen zu viel. Eine Flasche brauche ich. Mal, dass wir da das jetzt noch kaufen können. Aber ich glaube, die ist die ganze Nacht da. Man kann jederzeit bei der guten Frau das verbessern. Ja. Beim nächsten Mal braucht man auch... Ah, ich hätte nur 300 gebraucht. Aber da brauche ich eine Schiffskanone. Okay. Und jetzt fehlt mir dafür Geld, dass ich noch mehr Besatzung holen kann. Aber okay, das sollte erstmal reichen. So, jetzt gehe ich erstmal zu meinem Schiff. Und dann schauen wir mal weiter. Am Anfang hatte ich echt viel Geld gehabt und so weiter durch die ganzen Kisten. Ich hatte hier die ganzen Soldaten mal umgebracht und so. Aber irgendwie... Nee.
So. Jetzt brauche ich ja Besatzung. Oh, mir hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Aber was ist da denn? Da drüben liegt ja ein Schiff. Das ist ja kaputt. Vielleicht finden wir da einen Schatz. Siehst du, das ist nämlich auch so ein Ding. Aha. Ja. Jetzt brauche ich mir eh keine Sorgen zu machen, dass ich keine Luft habe oder sonst irgendwas. Nee. Aber hier sind ein Haufen Fische, ne? Ich glaube, da ist was. Da glänzt was. Gut. Und schon hat man wieder ein bisschen Geld. Ich muss jetzt unbedingt ein bisschen was essen, weil wenn ich wieder zurückkomme aus dem Skelett, dann zieht er mir wieder einen Haufen Leben ab. Was ist denn jetzt mein Boot eigentlich? Das weggeschippert? Nee. So, ich würde sagen, wir schippern da mal rüber zu den Inseln und schauen mal. Ob man da wirklich keine Goldbarren mehr kaufen kann. Weil einer hat mir geschrieben, er hat gemeint, er kann dann nicht mehr interagieren da bei dem. Er hat wahrscheinlich alle Barren gekauft gehabt. Inwieweit man irgendwo noch mal welche kaufen kann, müssen wir herausfinden. Mal schauen. Das Segel, das ist ja fast gar nichts. So. Das meinte ich. Das hat gut Leben abgezogen. Mal gucken, wo ich hier bin eigentlich. Aha. Da sehe ich Segelchen. Da bin ich. Ich müsste im Endeffekt jetzt
eigentlich nur noch ein bisschen rum. So, und da sollte ich dann... Ich war aber auch noch gar nicht auf diesen Salzinseln und habe mal geschaut, was es da eigentlich so gibt. Da kann man ja eigentlich auch gleich mal mitmachen. Wenn man eh da schon vorbeituckert. Also da sehe ich jetzt auch nicht wirklich was, als ob da irgendwas wäre. Aber ich steige mal ab. Ich gehe halt mal weg da hier vom Steuer. Wäre ja ganz lieb so. Aha. Mal ein bisschen schauen. Schlangen gibt es hier schon noch mal 2-3 Stück. So, mal zur nächsten Insel. Also das Schiff ist dann doch noch ein bisschen eichweit gefahren, finde ich. Mal gucken, ob ich da überhaupt hochkomme. Aha, da komme ich hoch. Das ist einfach nur eine sinnlose Insel. Okay. Jetzt in die Mitte hier immer. Dann geht das einfacher. Rum im Arsch. Aber ich glaube, da ist auch nichts drauf hier auf der Insel. Und die geht auch steil bergab. Aber ich denke mal, das sind so Inseln, wo es für Schatzkarten gibt. Gehe ich mal stark von aus.
machen wir mal. Also hier gibt es auch Fische ohne Ende. Also guter Angelspot. Oh. Nur nicht beißen lassen. Sonst hat die Insel auch nichts zu bieten. Noch nicht. Dreh dich. Und da war, glaube ich, auch nichts. Und auf der linken hier weiß ich, dass da irgendwo ein Schatz vergraben ist. Aber dafür, ich glaube, um die zu finden, muss man auch erst einmal überhaupt die Karte haben, dass das funktioniert. Gut, dann segeln wir mal zu der großen. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, ein bisschen rüber muss ich dann. Okay, das ist immer gleich da. Das sieht man schon. So, ordentlich geankert, wie es sich gehört, ja, angesetzt. So, hier geht's hoch. Oh. Wie, ist da noch einer? Wo? Hä?
kleiner Stein. Aber das ist doch keiner mehr. Okay. Okay. So, dann wollen wir mal schauen. Also hier habe ich noch 30 Eisen. Okay. Also hat der wieder Eisen bekommen. Da muss man scheinbar immer ein bisschen warten. Na, handeln. Ah, der will was zu essen haben, habe ich aber nicht. Dann kriegt der Waffen. Mehr habe ich nicht. 64. Boah, hat sich nicht so gelohnt. Also wie man sieht, er hat wieder Eisen bekommen. Ich hatte das letzte Mal alles aufgekauft gehabt. Man muss dem wahrscheinlich so ein bisschen Zeit geben. Dann regeneriert sich das wohl. Gehe ich mal ganz stark von aus. Also sonst wäre jetzt kein Eisen da gewesen. Weil ich hätte alles, wirklich alles aufgekauft. Aber hier und da ist auch keine. Ah, Waffen. Einfacher Speer, scharfer Stein und Seil. Da machen wir alles. Oh, da ist noch eine Kiste. Oh, wie cool, ey. Die habe ich ja übersehen. Machen wir die zwei Speere. Ey, Ronny, na, was geht? Nee, das ist das eine Spiel, was ich so vorgestellt habe und mitgearbeitet habe, sozusagen. An Übersetzung und Spielefehler finden und so weiter. Er hat aber früh Feierabend gehabt, wa? Ihr faulen Hunde, wir sind gekommen, ja, da war alles schon dicht. Die haben wieder keinen Bock gehabt zum Arbeiten, die Leute, ey. Es gibt's ja nicht. Ja, und mit dem anderen Vogel, ey, arbeiten, das ist ja auch so ein Ding. Oh, hier stinkt, da stinkt's ja voll drin und oh, da sieht's aus und oh, nur am Rumjammern und ja und dann ja möglichst dann nicht so lange arbeiten und da ein ganzer Scheiß da, was er immer rumjammert. Oh. Jetzt habe ich hier wieder hier mein super Ding. Ja, aber hier könnte man ja schön Urlaub machen, ne? Das wäre doch mal was. Abenteuerurlaub. Das wäre echt nice. So, da unten, da war doch noch irgend so ein Verrecker. Den will ich erstmal platt machen. Ein bisschen absahnen noch. Steht da. Dick, 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 dick.
Also habe ich schon wieder 133 Geld. Jetzt kann ich ja noch ein bisschen tauchen gehen. Jetzt habe ich ja noch Luft ohne Ende. So, und dann schauen wir mal da oben, ob wir nicht noch ein bisschen mehr übersehen haben. Ich weiß nur nicht, ob die Händler noch da sind. Oder ob die immer da sind. Also der ist noch da. Das finde ich gut. Ja, die kriegt nichts. Dreiundzwanzig. Da muss man mal schauen, mal abwarten, ob sich das wieder vermehrt. Nach einer Zeit. Ich glaube, da habe ich die Kiste auch schon abgeholt, da oben. Das habe ich schon alles erledigt gehabt, glaube ich. Ja, da ist nichts drin. Also da waren jetzt wieder 40 Barren gewesen. Und trotz alledem, dass ich im Endeffekt schon eingekauft hatte dort, konnte ich wieder. Jetzt sind da noch 23. Muss mal gucken, ob es dann wieder nach einer Zeit wieder voll wird. Ansonsten... muss mal gucken, ob man welche in irgendwie in Kisten findet oder dass man das in aber in Kisten findet man eigentlich immer meistens nur nur Gold oder sowas zum Einkaufen. Ich muss mal mit dem Entwickler reden, wie der das geplant hat oder wie das sein soll, ob man das irgendwie dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwo anders herbekommt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Green hinter Green Island ist eigentlich auch noch mal eine Insel hier. Wo der Punkt ist, ungefähr da.
Also man muss auch versuchen, mal die ganze Map frei zu machen, eventuell, um zu sehen, wo noch Inseln sind, wo noch was Schätze zu holen sind. Und dass man sich die dann, die Barren im Endeffekt dann, wenn die sich immer wieder kommen, dass man sich die dann immer wiederholt. Ja, ich bin auf dem richtigen Kurs. Gucken, ob ich ein bisschen mehr Segel bekomme irgendwie, irgendwo her. Nein. Auch nicht. Alles gleich. Dauert noch ein bisschen. Dann trinke ich gerade mal was. War vorhin beim Zahnarzt noch gewesen. Pappige Fresse jetzt. Da links kommt jetzt gleich die große Insel. Er ist schon wieder halb am Krepieren. Oh. Ich hoffe mal, dass da die Inseln noch sind. Nicht, dass es durch ein Update verändert worden ist.
Aber ich weiß auf jeden Fall für die Zukunft, es werden noch viel, viel mehr Inseln kommen. Das ist noch lange nicht alles. Also kommen bestimmt noch 10, 11, 12 Inseln. Aha, da hier, hier sind sie. Ah, sieh an, sieh an. Hatte ich doch recht gehabt. Tada! Versunkene Riffinseln. Jetzt einmal hier im Kreis. Oh, okay, da will es nicht mehr. So, jetzt will ich mal gerade gucken. Ich habe doch hier so einen Reparaturhammer. Was mit dem man nimmt. Und vielleicht kann ich ja reparieren. Weil das Schiff ist echt nicht mehr das Beste. Ich brauche Blanken. Ah, da brauche ich ein bisschen mehr Holz. Gut, Holz zu finden hier ist ja nicht so schwer. Oder sollte nicht schwer sein. Das war wieder so klar. Ein scharfer Stein. Ja, ich muss Steine sammeln gehen erst einmal. Gut. So, mache ich drei scharfe Steine. Eine Steinaxt. Tada! So, und jetzt machen wir noch ein paar Planken. Ach, jetzt braucht er das blöde Messer. I don't have all the required items. Och. 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 Ah, jetzt hat er aber. Ne? Werkzeug. Machen wir uns das da. So. Gut, und jetzt können wir das und jetzt können wir das da dreimal machen. Und dann können wir das Boot fertig machen. Können wir das reparieren, sodass es wieder komplett fertig ist. So. Jetzt den Hammer wieder ausrüsten und reparieren. Ja, wundervoll. Siehst du, das Schiff ist wieder einwandfrei im Zustand. Perfekt. Sperrgebiet hier, weil da die ganzen Soldaten leben. Da hinten
ist aber auch noch eine Kiste. Die lassen wir uns nicht entgehen. Oh, Knurr. Ah, es ist der mit Leermagen. Lohnt sich das nicht so, ist nicht so mit essbare Kokosnüsse. So, tun wir die mal hier reinpacken. Jetzt essen wir erstmal ein Stückchen. Und ganz sinnvoll ist auch mal zwischendurch mal ein Lagerfeuer zu machen zum Speichern. Ja, da ich soweit weiß, ja noch keinen automatischen Save gibt, leider. So, was zu süffeln. So, wunderbar. Das ist doch mal herrlich. So, gut. Das tauschen wir mal aus. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt hier hin. Gut. Na, seht das da hinten so flimmern und so? Ach, verdammt. Oh. Wow. Daneben geworfen. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich den anderen Speer habe, dass ich die einsammle. Das Blöde ist, man sieht sie halt nicht, ne? Da ist einer. So, wir gleich mal hier wieder weg. Oh, der Herr, der braucht ein bisschen mehr, soweit ich weiß. Nee, es hat sogar gereicht. Cool. Ja, von denen kann man auch ordentlich absacken. Waffen, einfacher Speer. Ich brauche mehr Seil. Also muss ich diese Pflanze hier sammeln. Seile brauche ich noch mehr, da brauche ich zwei pro Speer. Also muss ich noch ein paar mehr machen. Juhu.
Ach, da hinten ist noch was. Abgebrochen oder was? So. Da muss ein Speer hin. Da muss ein Speer hin. Die Scheiße braucht man nicht. Die Rapier, die sind nicht so prickelnd. So. Und jetzt killen wir da hier noch den. Die, den, der, das letzte Affe. Mal gucken. Ach, das ist der Depp da oben. Hier gibt es nur Fleisch. Jetzt weiß ich nicht, ob der hier noch was war. Nee, leider nicht. Also Barren bekommt man echt dann wahrscheinlich dann nur beim Schmied, leider Gottes. Finde ich ein bisschen traurig. Man könnte ja auch ab und zu mal Barren hier beim Dings finden, ne? Also hier so der Natur oder sowas. Wäre echt cool. Hallo? Nein, sprich halt nicht mit mir. Dankeschön. Sehr unfreundlich, der Herr. Und hier oben gibt es ja auch noch Zeug. Da kann man aber hier die Leiter hoch. Na? Und bloß nicht erwischen lassen dann halt auch, ne? Sonst schimpft die gute Frau, weil man ihr letztes Geld genommen hat. Oh. Hilfe. Ey, schleicht er sich von hinten an, ey. Ich finde das gar nicht lustig. Mist. Hau ab, lass mich in Ruhe. Gehst du weg? Stirb. Hahaha. Siehst du? Bist selber schuld. Jetzt auf mich gehört. Da ist noch ein Speer. Sehr nice. So, hier haben wir auch noch eine. Nein! Nein! Ja. Also das sollte vielleicht mal ein bisschen geändert werden. Ich werde mich da auf jeden Fall mal schlau machen. Und demnächst nochmal einen Stream machen. Da will ich ja auch noch die Besatzung holen und dies und jenes. Das war so. Gut. Also, ich hatte gehofft, dass man auch noch so in den Kisten was findet oder sonst irgendwas. Aber wie es ausschaut,
regeneriert sich das bei dem einen Schmied auf der großen Insel und man kann dann auch wieder neue Barren holen. Ja, die suchen mich schon wie bekloppt, aber hier sind eh alle tot. Hab sie alle niedergemetzelt, die Schweine. Gut. Dann mache ich jetzt mir hier irgendwie auch noch ein Lagerfeuer. Ja, da ist noch einer, ich weiß. Alter, der trifft nicht. Aha. Er ist ja wohl echt hart hier, hä? Trifft er einfach nicht. Meine schönen Speere. Aber das ist ja Sperrgebiet und das ist jetzt auch erobert. Oh. Oh. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da oben ist ja noch eine Kiste. Aha, so komm. Na, ey. Ey, was bist du für ein Held? Hab hoch mit dir. Ah, na. Also da will er noch nicht so. Das ist noch nicht so sein Ding. Na? Wieso springt er jetzt nicht mehr bis darüber? Oder braucht er mehr Anlauf? Glaubst du es? Also das ist ja noch ein bisschen doof. Hä? Auf einmal will er dann nicht mehr rüber, oder was? Was stimmt mit dem Vogel nicht? Das ist doch ein Witz, oder? Einmal will er nicht mehr. Ich fass es nicht. Keine Ahnung. Und die Häuser, die sind auch so gut. Man kommt so ein bisschen durch. Das wird dann... Ach nö, jetzt hier. Alter, was macht denn der? Ganz ehrlich? Komm hoch. Ja. Aha, okay. Da muss man halt über den Zaun laufen, wenn das nicht anders geht. Wenn der sich weigert, sich da hochzuziehen. Da ist auch ein einfacher Speer drin. Gut, also jetzt habe ich aber... Ja, jetzt, da springt er. Da springt er, ja klar. Ich möchte gerne mal so eine Kanone klauen für mein Schiff. Also das habe ich ja jetzt alles hier ausgeräumt. Das ist auch alles leer. Schade, dass man hier Fell nicht mitnehmen kann oder so. Gut. Aha, den kann man mitnehmen, den rum, das ist gut, da hat man was zu saufen. Und mit ihm muss man dann später quatschen dann. Oh, okay. Er zeigt zwar irgendwas an, aber man kann jetzt noch nicht interagieren mit ihm.
mal, weil ja, das kommt nämlich erst später. Das ist storybedingt. Gut, jetzt will ich mal gucken. Lagerfeuer, ein Lagerfeuer schön platzieren. Zack. Holz fehlt mir und kleine Steine. Wie soll es auch anders sein? Kann nicht mehr tragen. Okay, er braucht mal Platz im Inventar. Im Inventar. Da mache ich jetzt Seile draus. So, wo ist jetzt meine Axt? Die ist hier. Achso, das muss ich alles rausschmeißen. Oder ich muss es verwerten. Das da muss ich verwerten. Mache ich das da? Einsammeln. Nicht wegschmeißen. So, mal gucken. Also einmal Holz fehlt noch. So, dann schlagen wir hier noch mal dran. Gut. Bauen. So, jetzt brauchen wir. Habe ich keinen Anzünder? Was ist das denn für ein Mist? Ja, dann muss ich einen Anzünder bauen gleich. Efe anzünden und dann speichern wir und dann mache ich Stopp. Dann möchte ich auch erst was zu Abend essen und mich ein bisschen ausruhen. So, mal hingehen. So, jetzt können wir gerade noch mal ein bisschen was zu futtern machen. Jo, jetzt brauchen wir noch freien Platz. Ey, der hat echt hier Ansprüche, du glaubst es. So, jetzt schmeiße ich die alle weg. Gut, so. Jetzt mache ich das da hier gerade. Mach dir was zu futtern. Speichere ab und dann ist erstmal Feierabend. Ich kläre das mit dem Entwickler ab, inwieweit das mit diesen Eisenbarren ist. Und ja, werde dann im nächsten Stream dann auch Bescheid geben. So, danke mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh,
something.